Moin, moin, liebe Leute, wir wollen uns heute mal den Jadepalast anschauen. Hat er sich verändert? Gibt's da was Neues? Ist es immer noch so wie damals? Wie kann das sein? Er ist doch... Ich spoilere mal nicht, genau. Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Wer die Liyue-Story noch nicht durch hat, bitte hier aufpassen, Spoiler-Alert. Dieser Jadepalast ist ja einmal schon kaputt gegangen. Ningguang hat diesen Palast quasi in die Tonne gekloppt. Und jetzt steht er genauso wieder zur Verfügung, wie er vorher auch da war. Aber wie kann das sein? Was stimmt nicht an der Sache? Wie kann man das erklären? MiHoYo bzw. HoYoVerse hat das bisher noch nicht versucht. Versuchen wir mal reinzuschauen, ob das innen drin auch so aussieht. Oder ob man da vielleicht sogar was Wertvolles finden kann, was uns für unsere Reisen behilflich sein kann. Jetzt sehen wir erstmal hier vom Interieur, dass hier einige Sekretärinnen rumrennen. Da vorne eine, hier eine im unteren Geschoss, auch welche habe ich in der Vorbereitung gesehen. Und auch wie zuletzt ist es ja eingerichtet und es hat sich nichts geändert. Es ist einfach das Gleiche geblieben. Schade, dass man hier auch nichts einsammeln kann. Was aber auffällt, ist, dass dieses Interieur sehr, ja, nah an den Teilen angelehnt ist, die man auch in der Kanne der Vergänglichkeit nutzen kann für die Dekoration. Sprich, man wird hier einiges wiedererkennen, was man auch für seine eigene Welt als Deko verwenden kann. Diese Blumen hätte ich ja, by the way, ganz gerne. Ich weiß gar nicht, ob man die mittlerweile auch hat. Immer ganz hübsch. Was ist das eigentlich für ein Muster hier? Auf jeden Fall sehr verpixeltes Muster. Ja, durch die Türen können wir leider nicht durch. Wir können hier nur drumherum rennen. Wir haben hier Wasser im Jadegemach. Scheint sich um ein Leck zu handeln. Hier hat wohl das Schiff ein kleines Leck. Wenn es sich um... Ist das ein Schiff? Ist das Jadegemach ein Schiff? Man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall keine der Türen begehbar. Wir sehen da hinten was glitzern. Oh, da mache ich doch glatt einmal hier einen kleinen Vorführungs-Sonnentanz, Wassertanz oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja, jedenfalls wollen wir uns das doch mal glatt anschauen. Hier ist eine Sekretärin, Bai Shao. Das ist die Schwester von ihm bestimmt. Die mag ihn nicht so gerne. Sammeln wir kurz mal das Ding ein da hinten. Was ist das denn? Die Juwelenmine. Ein seltenes Buch aus der Kollektion des Jadegemachs. Dieses Buch ist eins von vier in einer ganzen Reihe. Es hält die Diskussionen über Wirtschaftsstrategien in Liyue fest. Liyue! Was ist hier? Wand des Wissens. Achso, das ist das Ding immer noch. Okay, er guckt sich das lieber von der Seite an. Besser ist es. Dies ist die in ganz Liyue berüchtigte Wand, gespickt mit geheimen und interessanten Informationen aller Art. Jede Information zur Ordnung der Schiefe, Gewinn und Verlust eines jeden Händlers, den Lagerbeständen, der Sicherheit der Handelswege oder der auswärtigen Beziehungen, sei sie auch noch so klein und unscheinbar, wird hier aufgenommen. Dass so viele Informationen an eine Wand passen und dass das alles wie in einer Planwirtschaft gehandhabt wird in Liyue, finde ich leicht bedenklich und unlogisch. Nur jemand mit dem Sinn fürs Wesentliche kann hier noch den Überblick behalten und einen Zusammenhang zwischen all diesen Informationen herstellen. Ja, das ist nicht mal minimalst so, wie ich mir vorstellen würde, wie es beschrieben wurde. Das müsste überall voll sein. Auch hinten, überall. Hinten müssten 1000 Zettel kleben. An der Seite, es müsste überquillen. Es müsste hier unten alles voll sein. Ah, es ist eine Katastrophe. Ah, das ist für den Arsch. Also das ist sehr schlecht gemacht. Was ist das hier? Achso, die Pflanze. In dem Topf sind ein altes Bruchstück von Plaustrit und eine grüne Pflanze, die einige Kratzer enthält. Das sollten Gegenstände von dem letzten Jahr der gemacht sein. Oh, Zusatzinfo, das finde ich okay. Das kann man machen, so einen kleinen Gag auf sich selbst, auf diese schlechte Umsetzung. Ningguangs Porzellansammlerstück. Eine aquamarinfarbene Porzellanvase mit schlankem Hals. Sie hat eine makellose und scheinende Oberfläche und ist ganz klar ein extrem hochwertiger Gegenstand. Welchen meinen wir denn jetzt eigentlich? Das hier? Oder das? Bruh. Oder das? Oder ist hier oben? Das sind Bücher, glaube ich, ne? Schlecht texturierte Bücher. Brrr. Sieht so aus. Ja, sind Bücher. Sie sieht nicht so aus, als würde sie aus einem offiziellen Brennofen stammen. Der schwache, irisierende Schein, den sie abgibt, ähnelt irgendwie dem von Perlmutt. Es ist zu vermuten, dass sie eine Perlmutt-lange Geschichte hat. Auf dem Körper dieses filigranen Ornaments sind einige Wörter in groben Buchstaben geschrieben. Von der Krux.
Aha. Hier können wir uns hinsetzen, toll. Das finde ich mal sehr wichtig in solchen Spielen, dass man sich auch hinsetzen kann. Waage. Ach da. Wenn auch die Berge vergehen und der Boden unter unseren Füßen bröckelt, dieser Vertrag wird sich niemals ändern. Er allein, das ist das Muttergestein, auf dem der Tiernhengenberg fest verankert gegen die Wellen verschlagener Machenschaften besteht. Menschenschaften. So, bei Schau, was sagst du denn als Schwester von Schau? Hallo Reisender, willkommen. Darf ich fragen, was ich für dich tun kann? Wegen des Jadegemachs. Im Jadegemach schmiedet Ningguang politische und gesellschaftliche Pläne. Von hier aus kann sie ganz Liyue überwachen und weiß über alles Bescheid, was in der Umgebung vor sich geht. Nichts entgeht unseren Augen und Ohren. Obwohl wir Sekretärin in den Tagen von der Restaurierung und dem Bau des Jadegemach noch für Ningguang arbeiten, ist es stimmungsvoller, wieder hier zu sein. Stimmungsvoller? Was meinen Sie damit? Obwohl du ein Ehrengast von Ningguang bist, bitte ich dich, mir zu verzeihen, dass ich dir die im Jadegemach gesammelten Informationen nicht mitteilen kann. Kannst du mir etwas über Ningguang sagen? Ningguang ist eine der Qixing. Sie hat die Aufsicht über Liyue und die Händler. Bedauerlicherweise bin ich nicht befugt, dir mehr über sie zu sagen. Aber in Anbetracht deiner Freundschaft mit Ningguang, wenn du Fragen hast, kannst du sie selbst fragen. Ich habe den höchsten Respekt vor Ningguang. Du bist wahrlich ein seltener, ein sehr seltener Rubin, der aus einem anderen Holz geschnitzt als diese schmierigen Händler ist, die nach dem kleinsten 40 in Informationen gieren. Der Weg zum Wohlstand ist im Grunde ganz simpel. Ich habe viel Zeit an der Seite von Ningguang verbracht und einige Geheimnisse gelernt, hier und dort. Wie wäre es hiermit? Ich zeige dir die wahre Bedeutung von Gold. Nicht auf ihren Namen, sondern auf meinen. Mögen Glück und Wohlstand dir hold sein. Anleitung zum Gold. Man kriegt einfach mal ein Talentverbesserungsbuch von ihr. Wie chillig. Geht das? Ist das auch der Fall, wenn man die anderen Frauen anfragt? Bei Shi. Seidene Roben mit Phönixstickerei, leichte Röcke mit feinen Mustern. Mach ruhig weiter, ich will nicht stören. Ach, welchen Duft sie wohl nehmen. Jetzt nehmen wir nochmal die andere Gesprächsoption. Bla 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 bla. Oh, ich verehre Ningguang und was kriegen wir? Wir wollen das mal nicht alles lesen, die reden eh nur Müll. Anleitung zum Fleiß, guck mal, da sieht man doch noch, dass man das eine oder andere kriegt. So, hallo. Bla 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 bla. Ich habe Respekt vor Ningguang, das ist nicht selten, ich auch. Und deswegen kriegst du jetzt... Wohlstand. Ja, sexy. Das waren nur die drei Weiber, Mädels, hübsche Frauen, bei Wen. Bei Wen, bei Shi und bei Shao. Ja, die drei netten Damen dieses Jadegemachs. Ja, mehr konnten wir jetzt leider nicht entdecken. Es geht noch hier irgendwie in die höhere Etage. Kann man da irgendwie hoch? Das will ich gleich mal überprüfen. So, neues Team, neues Glück. Was? Was ist das? Hä? Vielleicht hierhin? Oh, es geht. Oh, geil. So, und jetzt nochmal. Ah, ich muss den richtigen Moment abpassen. Ganz wichtig. Oh, man kann hier oben rumlaufen. Das, ich wette, damit hat keiner gerechnet. Niemand von den Entwicklern wollte, dass man hier oben rauf geht. Hammer. Wir sind so krass. Wir steigen auf die höchsten Türme. Überhaupt kein Problem. Oder wir haben einfach Glück mit unseren Chars. Deswegen ist es doch nicht so krass. Ja, gucken wir uns mal kurz außen das ein bisschen um. Was ist denn eigentlich, wenn man ganz nach oben auf das Dach hier oben steigt? Kann man da irgendwas bekommen oder so? Wir probieren es einfach mal aus. Ich gebe euch dafür mal einen Zeitraffer. Boah! Alter Falter, das ist mal ein absoluter Ausblick. Man sieht mal wieder, wie das Spiel es hinkriegt, weite Fernen zu skizzieren. Das funktioniert einfach mal nicht. Ja, hier unten ist Liyue. Wir sehen den Kreis von Albedo hier noch so ein bisschen rumschwirren. Da unten ist das... Ist
das der gute Child? Nee, doch, das ist Child. Der Palast von Child, genau, wo man ihn findet. Also dieses Golddingens da, Goldstube. Ja, schon spannend, was man so auf dem Jadegemach alles sehen kann, ne? Traumhaft. Ist auch ein schöner Ort und ein schöner Platz, hier nochmal Schluss zu machen. Wir können natürlich nochmal ein bisschen übertreiben. Okay, das klappt nicht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lacht doch gerne mit mir und lasst ein Like da. Und vielleicht auch ein Abonnement. Vielleicht wollt ihr ja mehr sehen von meinen Inhalten. Content, den ich liefere oder so. Ja, ich freue mich auf das nächste Video mit euch und sage ciao. Mit Augen.